Herzlich willkommen in Unterkrumbach, direkt neben Weißbruck, im Nürnberger Land, wie Sie nicht sagen. Es ist uns durchaus bewusst, dass Freibier und Fischers-Helene vielleicht mehr Gäste angelockt hätten, aber wir haben uns für einen inhaltsvollen Vortrag statt der eher volkstümlicher Musik entschieden. Inhalt vor Form. Also für den Germanisten, Publizisten, Journalisten und Buchautor Ulrich Grober, an dessen Form wir übrigens nichts auszusetzen haben, nicht, dass es missverstanden wird. Und wir haben uns für ihn entschieden, weil sein Thema Nachhaltigkeit für uns selbst, aber auch für ganz viele unserer Kunden ein ganz entscheidender Faktor des Lebens, aber auch des Kaufens ist. Wenn auch leider nicht alle diese Kunden heute hier sein können. Speziell für die, die uns angerufen haben und sich entschuldigten, das gibt es wirklich bei uns, also die rufen an, wir wären wahnsinnig gern gekommen, aber es klappt nicht, zeichnen wir diese Lesung übrigens auf. Sollten Sie also heimlich mit dem falschen Mann oder der falschen Frau hier sein, die Kameras befinden sich hier und schlimmstenfalls finden Sie unter dem Sitz Kapuzenpullis. Oder Sie fragen unser heutiges Begleitpersonal. Ich freue mich riesig auf Ulrich Grober, denn dessen Buch Die Entdeckung der Nachhaltigkeit habe ich aufmerksam durchgearbeitet. Es gilt in der Zwischenzeit als das Standardwerk zu diesem Thema. Kurze Zeit später durfte ich dann im November 2011 zusammen mit Rainer Wölfel eine Lesung in Erlangen besuchen und ihn dabei eben selbst auch kennenlernen. Und zwar nicht nur in der Diskussion, auch beim anschließenden gemeinsamen Essen, das hat immer was mit Essen zu tun, beantwortete er unsere Fragen geduldig und hatte damit einen großen Einfluss auf die Kommunikation, nicht aber auf die Tätigkeit der Möbelmacher, denn unser eigentliches Tun der regionalen Waldschöpfungskette stand nie zur Diskussion. Es ging allein um die Frage, ob wir das Wort Nachhaltigkeit trotz des inflationären Gebrauchs weiter verwenden sollen oder ob wir es Politikern, Werbefuzis oder anderen Demagogen kampflos überlassen. Ulrich Grober warb für die konsequente Verteidigung des Begriffs durch die, die ihn mit echtem Leben erfüllen. Und dabei hat die Holzbranche, auf jeden Fall die Massivholzbranche, ja einiges zu bieten. Jedenfalls sind wir seitdem in regen und regelmäßigen Kontakt. Und deswegen habe ich Ihnen sogar schon vor dem Erscheinen dieses Buchs, ich durfte ein paar Kapitel schon vorab als PDF-Datei lesen, zur Lesung eingeladen, in der Hoffnung, dass sich die fränkische Nachhaltigkeitsszene hier in Unterkrumbach versammelt. Trotz Grobers zahlreicher musikalischer Bezüge von den Doors, Jefferson Airplane, R.E.M. oder Marianne Faithfull mit der traurigen Ballade vom Selbstmord von Lucy Jordan, ist er kein Musiker, er wird wohl auch nicht singen. Versprochen? Ich erspare ihn. Aber er hatte und hat schon immer ein offenes Ohr für die gesellschaftlichen und vor allem auch für die sprachlichen Entwicklungen. Er hat sich 1968, übrigens genau 14 Jahre vor mir, zum Germanistikstudium eingeschrieben, aber er dürfte noch bei Theodor W. Adorno Vorlesungen lauschen und auch dessen Tod wird im Buch im Zeichen gesellschaftlicher Entwicklungen, in diesem Fall der Studentenbewegung, thematisiert. Aber uns Möbelmachern geht es um mehr als die reine Diskussion über die Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit. Wir wollen als Firma nicht nur in der Küche oder in der Möbelproduktion verantwortungsvoll handeln, sondern auch unser Umfeld mit einbeziehen. Was logischerweise zum Thema Regionalität führt, dem auch im Buch ganz viele Seiten eingeräumt werden. Die Heißbrucker Alb hat sich dank der Pionierarbeit des Naturschutzzentrums Wengleinparks und dessen Geschäftsführer Rainer Wölfel als Vorreiter entwickelt, denn hier in dieser Halle ist 1998 der erste Tag der Regionen entstanden, damals noch unter dem Titel Regional genießen, aber es war der absolut erste Verkehrsstau, den Unterkrumbach jemals erlebt hat. Aus diesem regionalen Engagement hat sich später die Beweidung von Kühen unserer einzigartigen Hutanger, also auf den ehemaligen Almendeflächen entwickelt, und dessen kulinarisches Ergebnis können Sie heute nachher in Form eines Bullen genießen, zubereitet von der Spitzenköchin und langjährigen Freundin Diana Burke, die in der Pause ihre Köstlichkeiten oben in der Ausstellung wieder anbieten wird. Die Geschichte von dem Bullen müssen Sie sich vom Rainer dann selbst mal erzählen lassen, vielleicht oben in der Pause. Diana ist auch Slowfood-Mitglied und Ulrich Grober beschäftigt sich nicht nur mit den Almendeflächen und Gemeingut,
sondern erklärt auch den Konvivialismus in einer Form, die wir uns im Jahr 1997 bei der Gründung des ersten Slow-Food-Konviviums in Nürnberg nicht vorstellen konnten. Denn die Ortsgruppen von Slow-Food heißen tatsächlich Konvivium und Grobers gefürchteten semantischen Tiefenbohrungen erklären diesen Begriff sehr ausführlich. Und sie erklären ihn als Kunst des friedlichen Zusammenlebens, was ich mir auch für heute Abend wünsche. Sollten wir schauen. Für die Slow-Food-Förderin und Fernsehköchin im Bayerischen Rundfunk, Jana Bürtel, dürften wir ihre erste Kochshow im Jahr 2003 moderieren. Seitdem haben wir unter dem Titel kocheinrichtung.de schon einige eigene Kochsendungen gedreht und war auch jemand da, der gesagt hat, er hat schon vieles nachgekocht. Thomas, genau, ja. Schon einige Sachen nachgekocht aus dieser Sendung. Und wir gratulieren ihr ganz herzlich zum 10-jährigen Jubiläum, denn das Wirtshaus ist jetzt schon 10 Jahre alt geworden. Die kulinarische Karriere betrachten wir sehr optimistisch. Neben dem Rind von Hutanger, das man natürlich auch kaufen soll, wenn es verfügbar ist, dazu sollte man idealerweise Hutanger-Pate oder eben Kuhpate werden, empfehlen wir dann auch das vorbildlich gehaltene Weideschwein aus Lieritzhofen von meinem Schulfreund Thomas Schwab vom Schwabhof, von dem Sie, wenn Sie Interesse daran haben, heute auch ein paar Koteletts mitnehmen können. Da ist nämlich das Schwein auch für unseren Kochworkshop oben schon vorbereitet. Das alles verarbeiten wir morgen von 10 bis 15 Uhr in diesem Kochworkshop und parallel dazu ist morgen und übermorgen auch der Tag der offenen Tür. Sie können also unsere Küchenfertigung live beobachten, genau da, wo Sie sitzen. Also genau da wird gleich morgen früh wieder weitergearbeitet. Und oben in der Ausstellung die Polstermöbel, die Matratzen und natürlich auch die Massivholzmöbel in der Ausstellung testen. Nur noch heute können Sie den Büchertisch von Martin Lösch leer kaufen. Und wir bedanken uns natürlich bei der Stadt Hersbruck für die Stühle, auf denen Sie sitzen. Wir freuen uns auch, dass der stellvertretende Landrat Reh uns besucht. Vielleicht kann er sich ja dann nachher nochmal mit dem Blick aus unserer Ausstellung davon überzeugen, dass eine Plastikfolienfirma mit 100 Meter Länge, 30 Meter Breite und 16 Meter Höhe zwischen dem Möbelmachergrundstück und dem Sittendach, also in dieser Richtung, keine besonders geniale Idee ist. Zum Vergleich, der Hahn bei uns am Möbelmachergiebel, das war ein Akku, finde ich wieder, der Hahn bei uns am Möbelmachergiebel ist auf 10 Meter Höhe. Und zum Schluss und als feierlichen Empfang für Ulrich Gruber möchte ich Sie die noch gerade im Moment ganz aktuell kursierenden E-Mails warnen. In denen können Sie 2 Freikarten zum Helene Fischer Konzert gewinnen und bitte klicken Sie unter keinen Umständen da drauf, denn die E-Mails sind echt. Herzlich willkommen. Ja, das ist schön. Okay. Ja, ich bin atemlos. Sie gucken nach Platz. Ich setze mich gleich, wenn ich gehe. Okay. Also ich gehe jetzt atemlos durch den Abend und ich bin hingerissen von dem Ambiente hier. Die Arbeitswelt der Möbelmacher kenne ich. Mein Schwiegervater hatte eine Schreinerei und der Geruch des Holzes, das bringt sich ja immer besonders stark ein, ja, Gerüche. Ne? Also den erkenne ich sofort wieder. Also vielen herzlichen Dank, Herr Wichtanzer und den gesamten Möbelmachern für die Einladung und einen wunderbaren Abend. Uns allen und ich freue mich, hier zu sein. Die Landschaft habe ich schon geschmeckt in der Vorspeise, die Diana Burke uns bereitet hat, mit vielen Kräutern aus ihrem riesigen, wie sie mir erzählt hat, Kräutergarten. Und auch die Liebe zur Landschaft geht ja mit durch den Magen. Und durch das Auge. Ich bin heute angereist, das letzte Stück von Nürnberg nach Hersbruck. Und dann hat mich ihre neue Praktikantin und ihre Frau abgeholt. Und das ist eine Landschaft, in der man sich auf Anhieb wohlfühlt. Bunt sind schon die Wälder. Gelb, die Schoppelfelder,
die Pracht des Herbstwaldes, dann diese weiten Täler, Bachtäler, die sich verzweigen, wie ich mir habe sagen lassen. Es hat gereizt, auszusteigen, den Rucksack zu nehmen und loszugehen. Aber ich habe es mir verkniffen und jetzt bin ich hier und möchte Ihnen eben ein paar Passagen aus meinem neuen Buch vorlesen. Es schließen sich für mich auch ein paar Kreise. Er hat es erzählt, wir haben uns vor gut 5 Jahren kennengelernt, als ich mein Buch über die Entdeckung der Nachhaltigkeit, also über die Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit in Erlangen vorgestellt habe. Und da haben wir sozusagen sofort angefangen zu fachsimpeln und wir sind in Verbindung geblieben, die ganze Zeit, und das ist außergewöhnlich. Dieser Kreis schließt sich heute für mich. Das Buch ist auch in gewisser Weise eine Fortschreibung dieser Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit. Und auch jetzt habe ich wieder sozusagen einen weißen Fleck in dem großen Diskurs, in der Debatte über Nachhaltigkeit versucht zu füllen. Wir sprechen ja sehr oft und sehr viel über Stellschrauben. Wir sprechen über die Energiewende, über die Verkehrswende, über die Ressourcenwende. Mir geht es darum, über eine andere Wende zu sprechen, die ich für ebenso wichtig halte, nämlich die Wende im Bereich unserer Werte. Ja? Welche Werte sind eigentlich in dem Prinzip der Nachhaltigkeit angelegt? Welche Werte, Wertvorstellungen brauchen wir, auch welche Werteerziehung brauchen wir, um die große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit schaffen zu können? Und davon erzähle ich in dem Buch. Es geht um die Wiederentdeckung der Nahräume, von intakter Natur, von Heimat. Es geht um den Hunger nach Entschleunigung, nach Sinnlichkeit, nach Schönheit, nach Gelassenheit. Es geht um den Wert der Gemeingüter, den wir neu entdecken müssen, wenn wir tatsächlich ernst machen wollen mit dem Übergang zur Nachhaltigkeit. Ja, was hat das alles mit dem Tag des Tischlers zu tun? Den Sie ja heute auch begehen. Also einmal ist natürlich die Nachhaltigkeit eine Idee, die aus dem Wald kommt. Und zwar aus dem deutschen Wald. Ja? Nicht mehr Holz fällen, als nachwächst, ist ja das ureigenste Prinzip der Nachhaltigkeit. Das klingt banal, ist aber von großer Tragweite, denn wer den Fokus auf das Nachwachsen richtet, richtet damit auch unseren Blick auf den Wasserhaushalt, die Böden, in denen Bäume nur wachsen können, er richtet sozusagen den Fokus auf die Ökologie. Ich habe für mein neues Buch auch eine ganze Reihe von Wanderungen unternommen, die mich also zu dem geführt haben, was ich als Landmarken dieses Wertewandels in Richtung Nachhaltigkeit bezeichnen würde. Und zwei Passagen aus dem Buch möchte ich Ihnen heute Abend vorstellen. Das erste, ja, handelt von einem sehr, sehr alten Artefakt aus Holz, nämlich einer Tür aus der Zeit Karls des Großen. Die habe ich entdeckt, als ich vor 2 Jahren in Aachen war,
in der großen Ausstellung zum Jahrestag von Karl dem Großen, also der Krönung von Karl dem Großen. Das möchte ich Ihnen zum Anfang vorstellen und erstmal dafür um Ihre Aufmerksamkeit bitten. So, jetzt setze ich mich hin. Das Kapitel, in dem ich auf diese Tür, auf dieses alte Artefakt aus Holz eingehe, heißt ein europäisches Wir schaffen. Und diese Tür, von der ich jetzt erzähle, ist für mich ein Symbol für ein Europa, was mehr ist als ein Raum, ein Markt oder ein Raum, in dem Finanztransaktionen abgewickelt werden, sondern eine kulturelle Einheit. Und diese Ausstellung zum Jubiläum von Karl dem Großen fand ja statt in einer Zeit, als eigentlich der europäische Gedanke in eine Krise geraten ist. Und meine Idee war, aus der Kultur und der Rückbesinnung auf die kulturellen Werte Europas eine neue Vision, eine neue Erzählung von Europa zu skizzieren. Und was mich angeregt hat, und was mich immer schon begeistert hat, war die Idee der europäischen Kulturhauptstädte. Und wir hatten dort, wo ich herkomme, im Ruhrgebiet, vor 2 Jahren, also Essen als europäische Kulturhauptstadt. Und ich verfolge schon vorher, aber auch jetzt in den letzten Jahren, sehr intensiv, unter welchen Leitmotiven diese europäischen Kulturhauptstädte konzipiert worden sind. Und 2016 gibt es ja 2 Kulturhauptstädte. Das eine ist Breslau und das andere ist San Sebastian in Spanien. Und jede dieser beiden Städte hat ein spezielles Motto. Das für Breslau heißt, mein Polnisch ist sehr schlecht, Przestrzenie dla piękna, übersetzt Räume für Schönheit. Und das andere Motto, das von San Sebastian im Baskenland, Cultura para convivir, Kultur für das Zusammenleben. So haben die beiden europäischen Kulturhauptstädte 2016 Breslau und San Sebastian ihr jeweiliges Leitmotiv formuliert. In der Wortwahl kommt wie immer bei solchen Anlässen etwas Träumerisches zum Ausdruck. Ein Hauch von gelassener Eleganz verbindet sich mit spiritueller Tiefe. Räume für Schönheit. Jeder hat bei diesen Worten andere Assoziationen. Ich für meinen Teil erinnere mich an die Domschatzkammer in Aachen während der Ausstellung zum Karlsjahr 2014. Ein unscheinbares Ausstellungsobjekt schlug mich in seinen Bann. Nur eine alte, arg ramponierte Tür, aus 4 Bohlen gezimmert, 1,92 Meter hoch, 1,06 Meter breit, stockfleckig, wurmstichig, im Bodenbereich sind Ecken und Kanten weggefault. So lehnte sie an der Wand.
Zu Beginn des Jahres hatte man sie zum ersten Mal ans Licht der Öffentlichkeit geholt und ausgestellt. Nur wenige Schritte entfernt funkelten silbern und golden die Kleinodien der Sammlung, das Armreliquiar mit Elle und Speiche aus Karls rechtem Arm, die spätgotische Karlsbüste mit der Schädelkalotte. In diesem Ambiente wirkte die Tür wie ein Stück Arte Povere, arme Kunst. Doch die Tür hat es in sich. Eine kürzlich an der Universität Köln vorgenommene dendrochronologische Untersuchung des Holzes ergab, dass die Eiche, die dem fränkischen Schreiner das Holz lieferte, um das Jahr 800, frühestens anno 766 gefällt wurde. Der Zeitkorridor deckt sich mit der Bauzeit der Kapella, also des Archäologs. Der monumentale achteckige Kuppelbau, das spirituelle Zentrum der Aachener Pfalzanlage und damit des Karolingischen Reiches, könnte bereits 796 geweiht worden sein, nach einer extrem kurzen und arbeitsintensiven Bauzeit. Helmut Mainz, der heutige Dombaumeister, nimmt mich mit auf eine Zeitreise. Er greift nach seinem Schlüsselbund. Durch einen Nebeneingang führt er mich über die Hintertreppe in den nördlichen Treppenturm des Domes. Er schließt eine weitere Tür auf. Ein enger Raum, meterdickes karolingisches Mauerwerk, teils Grauwackeplatten, teils Travertin, mit Mörtel versetzt. Dann stehen wir vor einem steinernen Türstock. Auf der linken Seite sieht man noch die Vertiefungen für die Angeln. An diesen Stellen war die hölzerne Tür in die Travertinsteine eingehängt. Über 1000 Jahre lang war sie in Betrieb. Bis in 1902, als man begann, den Innenraum des Domes mit Marmor zu verkleiden, ausgehängt und in einen Abstellraum verbannt wurde. Wir wenden uns nach rechts. Ein paar Schritte, dann schließt Helmut Mainz eine weitere Tür auf. Ein Gänsehauterlebnis. Nur wenige Meter entfernt steht Karls Thron im Dämmerlicht. Wir befinden uns in der sogenannten Kaiserloge auf der Empore des Aachener Doms. Noch nie fühlte ich mich der Vorstellung von Abendland so nah wie in diesem Moment. Nirgendwo schien mir die Angst vor seinem Untergang, seiner Überfremdung so absurd. Vor 1200 Jahren führte der zügigste Weg von hier zur Aula Regia, der Königshalle der Pfalzanlage, durch diese hölzerne Tür. Und umgekehrt, wann immer der Kaiser die Direttissima, den direkten Weg von seinem Büro, wie Helmut Mainz salopp sagt, in das Innere seiner Kirche nahm, musste er diese Tür öffnen. Bücken musste er sich in jedem Fall, denn dass Karl tatsächlich fast 2 Meter groß war, ist ziemlich glaubwürdig belegt. Zurück in der Domschatzkammer. Jetzt nehmen wir die Feinheiten an der vergammelten Tür in Augenschein. Das Eichenholz wurde mit der Axt kunstvoll behauen. Die Bohlen verjüngen sich kaum wahrnehmbar nach oben und unten. Die Oberfläche ist mit großer Sorgfalt geglättet. Also das, was hier jeden Tag auch gemacht wird, vor 1200 Jahren, es ist schon mit einer gewissen Perfektion im Herzen Europas gemacht worden. Zunächst gehobelt und dann durch Schleifen nachbehandelt. Das ist am Holz heute noch erkennbar. Mit einer ausgefeilten Verbindungstechnik sind die 4 senkrechten Bretter zusammengefügt. Man erkennt so etwas wie Nut und Feder.
An der Rückseite sind zur Verstärkung zwei Querbalken angebracht. Das halbmondförmige Eisen an der Vorderfront, eines von ursprünglich vieren, diente zur Verankerung der Tür in der Mauer. Die beiden horizontalen Eisenbänder sind dagegen bloßer Zierrat. Darunter hängen Fetzen von vergilbtem Leder. Im Originalzustand waren die Bretter ganz mit möglicherweise rotbraun glänzendem Leder bezogen. Die schlichte Tür war einmal etwas Exquisites, so wie alles in der Kapelle Karls des Großen. Für den Bau hat man nur das Beste vom Besten genommen, sagt der Dombaumeister. Die tonnenschweren Bronzeportale sind vor Ort gegossen, vermutlich von Handwerkern aus dem Mittelmeerraum, die sich noch mit der antiken Technik auskannten. Für das Mauerwerk des Aachener Domes hat man exakt dieselbe Art von Mörtel verwendet, wie beim Bau der Hagia Sophia in Konstantinopel. Dem 250 Jahre zuvor fertiggestellten Vorbild des Aachener Oktogons. Die besten Spezialisten aus ganz Europa, möglicherweise sogar aus Armenien und aus Bagdad, habe man nach Aachen geholt, aber nicht, betont Helmut Mainz, um eine Pfalz für Karl den Großen und seine Nachfolgegenerationen zu schaffen, sondern um für die Ewigkeit zu bauen. Das Faszinierende an dieser hölzernen Tür. Zum Greifen nahe hat der Besucher ein Artefakt aus einem nachwachsenden Rohstoff vor sich, das 1200 Jahre oder anders ausgedrückt 40 Generationen überdauert hat. Karls Tür besteht aus dem Kernholz einer Eiche, vermutlich einer Traubeneiche. Als man sie sicherlich in der unmittelbaren Umgebung von Aachen fällte, wird sie mindestens 300 Jahrringe gebildet haben. Ihre Biografie reicht also viel weiter in die Tiefe der Zeit. Bis in die geheimnisumbitterte Epoche, in der die Angeln und Sachsen aus der norddeutschen Tiefebene zu ihrer Landnahme in Britannien aufbrachen, wo der sagenhafte Zauberer Merlin durch die Wälder schweifte und König Artus seinen ebenso legendären runden Tisch, die Tafelrunde, einberief. Es ist die Zeit, als an dem sauerländischen Flüsschen Diemel, 200 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernt, die noch heidnischen Sachsen ihr hölzernes Heiligtum, die Irminsul, errichteten, zerstört von Karl dem Großen, anno 772. Ein Gedankenexperiment. Ist es denkbar, dass aus dem Holz eines Baumes, der 2016 gefällt oder von einem Harvester geerntet wird, ein Produkt entsteht, das im Jahre 3216 noch da ist und zwingend die nächste Frage, finden die Menschen 40 Generationen nach uns noch Wälder vor, die sie mit Holz, frischer Luft und sauberem Wasser versorgen? Die Botschaft von Karls Tür ist die Vision von Schönheit, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Diese Idee ist ein Weltkulturerbe, doch sie hat spezifisch europäische Ausprägungen. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Motto aus diesem jetzigen Kulturhauptstadtjahr, nämlich dem Motto der spanischen Stadt, San Sebastian. Und das heißt, convivir, zusammenleben. Und jetzt schlage ich auch den Bogen
zu dem zweiten Element des heutigen Abends, nämlich dem Convivium der Slow Food Küche. Convivencia. Der Terminus bezeichnet die Phase des relativ friedlichen Zusammenlebens dreier Kulturen auf der Iberischen Halbinsel. Eine Blütezeit des respektvollen Umgangs und kreativen Austausches zwischen muslimischen Mauren, andalusischen Katholiken und sephardischen Juden. Eine Epoche, die einsetzte, als man in Aachen-Karlstür schreinerte und die noch anhielt, als die ersten Pilgerscharen sich auf El Camino den Jakobsweg machten. Vielleicht nur ein naiver Traum von modernen Historikern, vielleicht doch zeitweilige geschichtliche Realität, so oder so, die Idee der Convivencia gehört zu Europa. Convivir, die spanische Vokabel, bruchlos aus dem lateinischen convivere hervorgegangen, öffnet ebenfalls eine Pforte zu einer langen und reichen europäischen Tradition, die über unser Hier und Jetzt hinaus weit in die Zukunft reicht. Convivium. So bezeichnen sich seit ihrer Gründung in der norditalienischen Region Piemont im Jahr 1986 die lokalen Gruppen der Slow Food Bewegung. Ihr Logo zeigt die Weinbergschnecke, das essbare Totemtier der Entschleunigung. Das Convivium nennt sich nach dem Gastmahl, das seine Mitglieder bei ihren Zusammenkünften zelebrieren und das im Zentrum ihrer Aktivitäten steht. Gemeinsam feiern sie das gute Leben, die Lebenskunst. Zum Lebenselixier wird das genussvolle und gemeinsame Essen und Trinken zubereitet aus überwiegend heimischen, überwiegend ökologischen Produkten, buono, pulito e giusto. So der Gründer der Bewegung, der Italiener Carlo Petrini. Gut, naturbelassen, fair gehandelt. Wertgeschätzt werden die gesunden Böden, auf denen gesunde Lebensmittel nur wachsen können. Wertgeschätzt wird das traditionelle bäuerliche Wissen, mit der Lebensmittel, Mittel zum Leben erzeugt werden. Wertgeschätzt werden das handwerkliche Können, mit dem sie verarbeitet werden, und die Kochkunst, mit der sie zubereitet werden. Zum Kulinarischen tritt das kommunikative Element. Essen ist mehr als Sattwerden. Das gemeinsame Kochen, das Teilen des gleichen Essens, die Tafelrunde, der runde Tisch, das freundliche Gesicht, das heitere, angeregte Tischgespräch, all das gehört mit zu den Ingredienzien. Slow Food ist nicht nur eine Absage an Fast Food, den Kult des Billigen, die Wegwerfgesellschaft. Es ist auch ein radikaler Bruch mit dem Motto, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Aus Brechts Drei-Groschen-Oper. Beim Convivium gilt vielmehr das, man könnte sagen, urchristliche oder urkommunistische Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ja, soweit erstmal. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck von dem Buch auch vermitteln. Es geht mir um historische Tiefenbohrungen, die heute wirksam sind und für die Zukunft wichtig werden, noch wichtiger als jetzt. Schönheit ist ein Lebensmittel und die Kunst des friedlichen, harmonischen Zusammenlebens ist eine Fähigkeit,
die wir uns bewahren müssen. Sie gehört zu unserem Kulturerbe in Europa. Und aus dieser Kultur, aus diesem kulturellen Erbe, glaube ich, kann und wird eine Erneuerung des europäischen Gedankens, der Vision von Europa, der Erzählung von Europa wieder entstehen. Ja, so viel erstmal und jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit bei dem Mahl, das uns die Köchin bereitet hat. Ja, ich hoffe, ich kann noch mal Ihre Aufmerksamkeit auf das Buch lenken. Nach diesem exquisiten Essen und den Ausführungen von Herrn Wölfel, bei denen einem ja auch das Wasser im Mund nochmal zusammengelaufen ist. Ich möchte eine Frage beantworten, die mir beim Essen gestellt worden ist. Warum sind Sie als gelernter Germanist auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Und das hat einen biografischen Hintergrund. Es hängt einmal zusammen mit der Geburt unserer Tochter. Als sie zur Welt kam, haben wir sozusagen, meine Frau und ich, die Welt neu entdeckt mit den Augen des Kindes. Wir haben unseren Lebensstil doch gravierend verändert. Das fing beim Essen an. Ja, also wir leben seitdem überwiegend vegetarisch. Also meine Frau ist Vegetarierin. Ich esse zu Hause auch, was nur fleischlos und auswärts, ja, das gebe ich zu, bei Auswärtsspielen, da esse ich dann auch mit Genuss, wie gerade Fleisch. Wir haben unsere Mobilitätsgewohnheiten verändert, viel mehr zu Fuß, damals natürlich mit dem Buggy, Kinderwagen-Buggy angefangen. Wir haben den Wechsel der Jahreszeiten neu entdeckt für uns. Und auch meine Sensibilität für die Laubverfärbung jetzt, ne, kommt eigentlich aus dieser Zeit. Da habe ich das wieder neu gesehen, weil ich es eben auch meinem Kind zeigen wollte und erklären wollte. Also das war eine wunderbare Zeit, eine Befreiung von viel Ballast auch. So habe ich es empfunden. Und dann kam noch was anderes dazu. Meine Tochter ist im September, 27. September 1985 geboren. Ich weiß nicht, wer sich an das Jahr oder die Zeit erinnert. Als ich zum ersten Mal mit ihr in den Sandkasten gehen wollte, das war der April, Ende April 1986, und da kam diese Wolke aus Tschernobyl und das ging uns durch Mark und Bein. Ja? Was ist das für eine Zukunft für unser Kind? Wenn diese Industrie in ihrer zerstörerischen und selbstzerstörerischen Kraft so weitergeht. Und da habe ich auch in meiner journalistischen Arbeit das Thema Nachhaltigkeit entdeckt. Das fing ja damals an, Brundtland Report, Rio und so weiter. Und das habe ich dann mit ganz anderer Aufmerksamkeit, mit ganz anderer Dringlichkeit auch wahrgenommen, bis heute. Also so viel zu meiner Motivation eigentlich. Ich glaube, beides muss zusammenkommen. Ne? Diese Erfahrung von einem guten Leben, ja? Zum Beispiel mit einem Kind zusammen, und dann diese Erfahrung von Katastrophen. Das eine drängt ein in die Richtung Nachhaltigkeit und das andere zieht ein. Das macht die Nachhaltigkeit attraktiv. Wenn beides zusammenspielt, dann kann, glaube ich, Nachhaltigkeit auch gelingen. Jo, jetzt möchte ich Sie einladen, wenn ich, wie gesagt, Ihre Aufmerksamkeit nochmal fesseln kann, zu einer Wanderung.
auf den Spuren eines alten Märchens, nämlich von Wilhelm Hauff's Das kalte Herz. Es gibt ja einen aktuellen Aufhänger dafür, der Film. Eine Neuverfilmung ist gerade angelaufen. Herr Danzer hat ihn schon gesehen, ich auch. Wenn Sie Gelegenheit haben, würde ich es schon empfehlen auch, sich mal vorgleich zu finden. Aber viel wichtiger ist noch, wenn man es nicht mehr parat hat oder gar nicht kennengelernt hat, den Text, den alten Text zu lesen. Es ist eine Parabel über die Habgier. Und kaum etwas ist ja aktueller in unserer heutigen Gesellschaft. Und diese Spurensuche und diese Verbindungslinien, die Aktualität dieses alten Märchens aus der Romantik, der bin ich nachgegangen. Und so kam ich in den Nordschwarzwald, in das Gebiet, wo diese Schwarzwaldflüsse, Nagold, Enz, Murg, entspringen und wo vor 200 Jahren der Raubbau an den Wäldern vorherrschte, dadurch, dass eben die Holzkompanien, wie man damals sagte, die Wälder abgeholzt haben und die Tannen und andere Baumarten den Rhein, also Neckar, Rhein hinab bis nach Holland geflößt haben. In Holland gibt es Gold, könnt es haben, wenn ihr wollt. Das war der Schlachtruf. Und darüber habe ich ein Kapitel geschrieben und da möchte ich Ihnen Auszüge jetzt vorstellen. Wobei ich immer versucht habe, diese aktuellen Bezüge direkt in meine Erzählung einzubauen, einfließen zu lassen. Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Seit dem Aufstieg des Turbokapitalismus, erst recht seit dem Bankenkollaps von 2008, flimmert dieser Satz Mahatma Gandhis über unzählige Webseiten. Gier, genauer gesagt Habgier, ist scheinbar ein einfaches Phänomen. Seine Essenz, immer mehr haben wollen, unbedingt und maßlos. Materielle Güter, Geld, Macht, Sex, Ansehen. All das gilt es exklusiv für sich selbst, also ohne Rücksicht auf andere, ja bewusst auf Kosten anderer, zu haben und zu nutzen. Auf dem Weg dahin das volle Risiko in Kauf nehmen, alles oder nichts. Das ist der Kern. Als eine unter vielen seelischen Grundkräften war und ist die Gier in allen Kulturen der Welt verbreitet. Doch stets war sie gesellschaftlich eingehegt. Sie wurde dosiert und gemäßigt, geächtet, verspottet, bekämpft und nach Möglichkeit unter Kontrolle gehalten. Gierig sein, das gehörte sich nicht. Es galt als eine Abweichung vom normalen Verhalten. Erst der Kapitalismus machte die Gier schrittweise gesellschaftsfähig. Im 21. Jahrhundert hat sich diese Dynamik beschleunigt und ausgeweitet. Geiz ist geil, Selbstsucht ist geil, Gier wird epidemisch und das hat weitreichende Folgen. Sie führen uns, wenn es nicht gelingt, sie wieder einzudämmen, in den Kollaps. Denn wir haben in vielen Bereichen die planetarischen Grenzen des Verbrauchs an Ressourcen erreicht, teilweise bereits überschritten. Das immer mehr führt zum Absturz ins Nichts. Wir alle wissen oder ahnen es. Warum gelingt es trotzdem noch immer nicht, die Gier zu bändigen? Welche starken seelischen Triebkräfte sind hier im Spiel? Um die Anatomie und Pathologie der Gier zu verstehen, scheint mir eine Zeitreise angebracht. Sie führt von den Tälern des Schwarzwalds zur Zeit der Romantik bis in die Straßenschluchten des heutigen Manhattan. Als Reiseführer für die erste Etappe dient ein Märchen. Wilhelm Hauff, Das kalte Herz.
Also mit Manhattan, ich schlage dann den Bogen in dem Kapitel von Das kalte Herz zum Wolf of Wall Street. Ja? Diesen Film, der vor 3-4 Jahren auch in den Kinos lief und sozusagen das Schicksal eines Bankers oder eines Börsenmaklers von der Wall Street zum Thema hatte. Die Parallelen sind verblüffend. So, ich überschlage den Beginn der Wanderung. Und setze wieder ein beim zweiten Tag der Wanderung. Wir sind mittlerweile auf dem Schwarzwald-Westweg, zweite Etappe, also südlich von Baden-Baden. Der Schramberg, ich weiß nicht, wer sich da auskennt von Ihnen im Nordschwarzwald, ist so ein markanter Punkt auf diesem Wanderweg. Ein Rotmilan kreist über der Lichtung, als wir die Kuppe des Schrambergs erreichen. Das Blockhaus an der Weggabelung ist verriegelt. Offenbar dient es als Unterkunft für die Waldarbeiter und als Magazin des Forstbetriebs. Daneben, im Adlerfarn und Ginster versteckt, ein Gedenkstein für einen 1853 verstorbenen Waldinspektor der Murg-Schifferschaft. Der Querweg nach Westen geht hinunter ins Murgtal, wir aber biegen in östlicher Richtung ab und gelangen nach ein paar Kilometern kurz vor Gompelscheuer an den Kaltenbach, ein Quellbach der Enz. Auf Jockeles Flößerweg wandern wir ein lichtdurchflutetes, atemstilles Bachtal aufwärts. Das Wildwasser strömt durch den schmalen Wiesengrund. Das Gelb von Sumpfhahnenfuß, die hellen Dollen der wilden Möhre, das blasse Rot der Lichtnelke leuchten in der Sonne. Was für eine zauberhafte, in sich ruhende Welt, schwärmt Herbert, mein Wegbegleiter. Der Weg steigt sanft an. Weiter oben staut ein steinerner Damm den Kaltenbach zu einem künstlichen Teich. Am Ufer blüht Ginster. Im Wasser spiegeln sich dunkel die Wipfel der Nadelbäume. Wieder ein Wahrzeichen aus Haubs Zeit. Diese Wasserstube wurde 1780 gebaut. Wenn man Scheitholz die Enz hinabflößen wollte, öffnete man das Wehr in dem Moment, als der Sog der Schwallung seine größte Energie entfaltete, ließ man das Holz schwimmen und brachte es so auf den Weg. Jenseits steigt unser Pfad steil an. Dort, wo er im dichten Tann der Lägerhalde verschwindet, zeichnet sich auf dem Waldboden eine kreisrunde, ebene Fläche mit einem Radius von etwa 10 Schritten ab. Die schüttere Grasnarbe ist mit frischen Farnwedeln bewachsen. Kratzt man ein wenig an der Oberfläche, treten pechschwarze Bröckchen zutage, Holzkohle. Wir stehen auf einer alten Kohlplatte, dem Standort eines Holzkohlenmeilers. Wir sind in der Arbeitswelt von Kohlenmunk-Peter, also der Hauptfigur in Hausmärchen, angekommen. Idyllisch war diese Welt keineswegs. Die Köhlerei gehört zu den ältesten Handwerken. Schon die Kelten waren Meister darin. Tatsächlich ist der Köhler ein Virtuose in der Beherrschung der Elemente Feuer und Luft. Schließlich muss er die Luftzufuhr in das Innere des zuvor kunstvoll aufgeschichteten Holzstapels über 2-3 Wochen so präzise regulieren, dass die Scheite vollständig durchglühen, ohne zu verbrennen und am Ende fast reiner Kohlenstoff übrig bleibt. Doch es waren raue Gesellen, die dieses Handwerk ausübten. Ihre Arbeit war dreckig und gefährlich. Ruß und Schweiß verbanden sich, drangen porentief in die Haut. Der Schwelbrand mit dem Qualm und den Gasen schädigte die Lungen. Der Brandgeruch hing lange in der Arbeitskluft und in den Haaren. Ein Köhler arbeitet einsam. Wochenlang war er von zu Hause fort, dann hauste er, ständig bereit einzugreifen,
in einer primitiven, aus Holz und Grasroten gebauten Hütte in unmittelbarer Nähe des Meilers. Das Ansehen dieser Zunft war erbärmlich. Und genau hier liegt Cohen Mumpeters seelisches Trauma. Sein sozialer Status, in Hauptsprache sein Stand. Er beginnt sich und sein ärmlich Leben zu vergleichen mit dem verschwenderischen Lebensstil und dem scheinbar hohen Ansehen der wenigen Reichen in den Schwarzwald-Dörfern und Städtchen. Doch im kollektiven Bewusstsein des Dorfes haben die Reichen einen Hauptfehler, dass sie, Zitat aus Haufs Märchen, bei den Leuten verhasst machte, nämlich ihr unmenschlicher Geiz und ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme. Zitat Ende. Die Kritik der einfachen Leute an der Gier zielt im Kern auf die ungleiche Verteilung des Reichtums. Der Gierige nimmt sich mehr, als ihm zusteht. Folglich nimmt der anderen etwas weg. Er entzieht ihnen etwas, das ihnen eigentlich zusteht, und stürzt sie ins Elend. Die Dorfgemeinschaft verurteilt die Gier im Namen von Gleichheit und Gerechtigkeit. In Peters Wahrnehmung, also dieser Hauptfigur des Märchens, tritt die Ungerechtigkeit und die als unmenschlich empfundene soziale Kälte der Holzherren zurück. In seinem Gefühlshaushalt mischen sich Unsicherheit und Scham, Angst vor sozialer Ausgrenzung und Zorn auf die narzisstische Kränkung mit dem unbedingten Willen, selbst aufzusteigen. Der reich gewordene Flößer Ezechiel zum Beispiel, eine Art Donald Trump des Nordschwarzwalds, erscheint ihm immer stärker als, Zitat, das vollendete Bild eines glücklichen Menschen. Peters Gefühle schlagen um in eine neidvolle und gleichzeitig unterwürfige Bewunderung für den Hedonismus und die arrogante Selbstsicherheit der Reichen und Mächtigen. Sein Wille zum sozialen Aufstieg wird bestärkt, als er von seiner Mutter erfährt, er sei ein Sonntagskind. Das narzisstische Gefühl, ausgewählt, auserwählt zu sein und folglich einen Anspruch auf die sofortige Befriedigung aller Wünsche zu haben, bringt letztlich den Durchbruch. Peter fasst den Entschluss, selber schnell reich zu werden. Er sagt, wenn ich nicht bald auf einen grünen Zweig komme, tue ich mir selbst etwas an. In der Sprache der heutigen Rapper ausgedrückt, get rich or die trying. Das ist so ein Song aus den 90er Jahren, ja, also ein Rap-Song, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Get Rich or Die Trying. Entweder schnell reich werden oder krepieren. Das ist die Alternative. Im Märchen nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Um, egal wie, zu erlangen, was ihm vermeintlich zusteht, nimmt Peter, das Sonntagskind, Fühlung mit den beiden Waldgeistern im Tannenbühl auf. Dem Guten und dem Bösen. Hinter der Meilerstelle steigt unser Wanderweg steil an, taucht in den Nadelwald der Lägerhalde ein und folgt diesem langgestreckten Bergrücken. Wir gehen auf einem durchwurzelten Grasweg, der sich zwischen dichtstehenden Fichtenjungwuchs und einzelnen Tannen hindurchschlängelt. Nur einmal unterbricht das zarte, schlichte Zwitschern einer Tannenmeise, die tiefe Waldestille. Im Märchen heißt es, der Tannenmühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes, dort, wo die Bäume so dicht und hoch standen, dass es am hellen Tage beinahe Nacht war, und Peter Munk wurde es ganz schaurig zumute. Als wir an diesem Frühsommertag auf der Höhe oberhalb des Kaltenbachs wandern, flattert kein Auerhahn auf, kein Eichhörnchen springt von Ast zu Ast, keine ganz kleine, sonderbare Gestalt lässt sich hinter den dicken Tannen blicken, kein leises, heiseres Kichern ertönt,
Das sind alles so Zitate aus den Märchen. Und auch kein riesengroßer Mann in Flößerkleidung tritt hinter den Tannen hervor und wirft einen stechenden, furchtbaren Blick zu uns herüber. Doch wo, wenn nicht hier, lässt sich der Böhl, die dicht bewaldete Bergkuppe, das Revier von Schatzhauser und Holländer Michel verorten? Ich jedenfalls habe das Gefühl, angekommen zu sein. So, ich erzähle dann im Folgenden das Märchen weiter nach. Ne? Kohlmund Peter trifft auf diesen Tannenbühl, diesen Geist, den er auch besucht hat, ne? Den Holländer Michel, und der verspricht ihm sozusagen alle Reichtümer, ein unerschöpfliches Luxusleben, wenn er sich auf einen Tausch einlässt. Er soll nämlich sein warmes, pulsierendes, mitfühlendes Herz gegen ein kaltes Herz aus Marmor tauschen. Und Holländer Michel bietet ihm an, er macht sozusagen diese Herztransplantation für ihn. Dann hat er das Leben, was er immer sich erträumt hat. Und auf diesen Tausch lässt sich Peter Munk, der Kohlmunk-Peter, nach langem Zögern und Zaudern doch ein. Der ängstliche und zögerliche Kohlmunk-Peter gibt sich einen Ruck und willigt in die gespenstische Transplantation ein. Gut, Michel, gib mir den Stein und das Geld und die Unruhe, also sein altes Herz, könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen, aus der Brust. Seine Erfolgsgeschichte beginnt. Doch der Preis ist unerwartet hoch, sogar extrem hoch. Allerdings dauert es seine Zeit, bis er fällig wird. Zunächst kann der herzlose Kohlmunk-Peter tatsächlich das Leben führen, das er sich erträumt hat. Die vornehmen Kleider, die Kutsche, das Reisen, die vielen tausend Taler in Gold und auch schon in Aktien, alles da. Das Elend der anderen, auch der eigenen Mutter, berührt ihn nicht mehr. Denn, so heißt es, es war ihm alles gleichgültig. So weit, so schlecht. Doch dann das böse Erwachen. Die früher so heiß begehrten Dinge haben auf einmal, als er sie sich endlich leisten kann, jeglichen Reiz verloren. Zitat: Es freute ihn nichts. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil. Seine Sinne waren abgestumpft für alles Schöne. Jegliche Freude, die Glücksmomente, so rar sie früher auch gewesen sein mögen, jetzt sind sie aus Peters Leben getilgt. Mit dem Sensorium für das Mitleid ist nämlich auch das Sensorium für Freude abgeschaltet. Mit dem Verlust der Empathie gegenüber der Mitwelt gehen eine Erkaltung und Erstarrung des gesamten Gefühlshaushaltes einher. Das süße Leben entpuppt sich als trauriger Hedonismus. Das kalte Herz, das ist der Absturz ins emotionale Nichts. Der Weg der Gier führt in das Verlies der Depression. Die Handlung gipfelt in einem Gewaltausbruch. Der reiche Kohlmunk-Peter ertappt seine junge Frau Lisbeth, wie sie dem in Gestalt eines armen Sackträgers auftretenden, um einen Trunk Wasser bittenden Glasmännlein an der Haustür Brot und Wein kredenzt. In kaltem Zorn erschlägt er sie mit dem Griff einer Peitsche. Übrigens eine frappierende Parallele wieder zum Wolf of Wall Street. Ja? Der stößt nämlich auch seine Frau in einem Drogenrausch, ja? Die Treppe runter. Ja? Doch wie gesagt, im Märchen gilt, nichts ist unmöglich. Das gute Glasmännlein hilft Peter, die Macht des Bösen zu brechen und den Tausch rückgängig zu machen. Dem wieder warmherzigen Peter gelingt die Rückkehr in die kleinen Lebenskreise
aus denen er gekommen ist. Zu einer Existenz, in der er, so heißt es am Schluss, zufrieden mit dem, was er hatte, leben konnte. Sogar Lisbeth wird wieder lebendig, des Märchens Weisheit, letzter Schluss. Es ist doch besser, zufrieden mit wenigem zu sein, als Gold und Güter zu haben und ein kaltes Herz. Ende gut, alles gut? Fragezeichen. Haufs Märchenschluss gilt in heutigen Kommentaren als schwach, als typisch biedermeierlich und spießig. Doch die neueste Glücksforschung kommt zu überraschenden Befunden. Ein Zurück in die Idylle der Dorfgemeinschaften ist nicht vorgesehen, doch unter dem Stichwort Lebensqualität erleben dort neue Formen von Selbstbeschränkung und Rückzug auf kleine, überschaubare Lebenskreise ein Comeback. Die Renaissance der Region von Heimatverbundenheit, Suffizienz, also Selbstbeschränkung, Wissen um das Genug, ja, Genügsamkeit und Selbstversorgung, Konvivialität, die Wiederentdeckung von sozialem Zusammenhalt und Nachbarschaft sind im Trend. Eine Basistugend des einfachen Lebens hat in seiner Sprache das Glasmännlein in Haufs Märchen benannt, als es vor Lisbeths Tür um einen Trunk Wasser flehte. Barmherzigkeit. So viel zu diesem Thema Habgier und Einhegung von Gier in unserer Gesellschaft, die, glaube ich, wirklich vonnöten ist, um den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft überhaupt schaffen zu können. Ja. Vielleicht so viel. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ins Gespräch kommen könnten über den einen oder anderen Punkt, der Ihnen aufgefallen ist, wo Sie Ihre Anmerkungen hatten und haben. Auf die Köchin.